Erstmal bringt es sehr, sehr viel, wenn der Top-Torjäger der Mannschaft im Kreise der Mannschaft ist. Und deswegen hoffe ich schon sehr, dass wir das hinkriegen und alles Weitere, ob es dann Startelf-Einsatz ist, ob er von der Bank kommt, ob er dabei ist, das müssen wir halt einfach noch besprechen. Aber wir sind besser mit Zeru. Ich glaube, das steht außer Frage, weil er uns einfach über seine sportliche Klasse, über seine Persönlichkeit, über seine Führungsfähigkeit dort einfach etwas gibt. Und deswegen haben wir ihn immer lieber gerne bei uns als nicht. Aber alles auch im Rahmen einer vernünftigen Risikoabwägung. Ja, das ist wichtig. Wir haben noch einige Spiele zu spielen und deswegen war es dann leider auch so, dass wir es so entscheiden mussten gegen Leverkusen. Sicher hätte uns die Ruhe in dem Spiel ganz gut zu Gesicht gestanden ab der 60., 70. Minute.